etwas großzügiger zu schneiden, weil diese 9, 10 Minuten Parts gehen mir irgendwie langsam auf den Sack. Da muss ich immer so viel rendern. Da mache ich lieber ein paar weniger Folgen. Nimm dann ein bisschen öfter auf. Was haben wir denn hier? Rune am Straßenrand entdeckt. Ach, Ruine. Ich wollte nämlich schon sagen, eine Rune am Straßenrand würde doch anders aussehen. Gold. Ja, ich hätte wieder Tab drücken müssen, ich weiß, aber ich kam nicht mehr rechtzeitig rein. Ja, da haben wir es wieder. Zu starke Gegner. Aber ich habt ihr den Feueratem gesehen? Der war nicht so der wahre Burner, ne? Ich glaube, da müssen wir noch ein paar neue Seelen, was heißt Seelen, investieren. Oh, ich liebe Autosave, Leute. Müssen wir auf jeden Fall noch ein paar Tuums finden. Tuums hieß das ja, glaube ich. Damit wir den ein bisschen ausbauen können und der noch ein bisschen stärker wird. Weil an sich ist das ja keine schlechte Sache. Aber man kann ihn halt zu selten benutzen dafür, dass er so schwach eigentlich ist. So, dann wollen wir den ganzen Sums doch einfach nochmal erledigen. So, gehen wir nochmal zur Rune am Straßenrand. Ich fail mir hier aber auch manchmal einen zusammen, das ist unglaublich. Aber das heißt manchmal, werdet ihr euch jetzt denken. So. Steigen wir nochmal ab. Drücken nochmal F5 zum Speichern. Und packen Flammen mit leichter Schutz raus. Jetzt wissen wir ja, was uns erwartet. Karotte. Einen Stahlbarren hat er diesmal. Ja. Brennt. Obwohl, so wenig Schaden hat das jetzt gerade nicht gemacht. Pfahlwurzel. Hä? Der Hängemoos. Pfahlwurzel. Ist hier sonst nichts jetzt? Oder? Ah doch, da. Eine Truhe. Und da liegt auch ein Buch vor. Ich hab's gesehen. Verzeichnis der Waffenverzauberung. Verzauberung verbessert auf 26. Ja, so sieht's aus. Diesmal war er ein bisschen verbuggt. Hat er dann doch nicht mehr so eine große Lust gehabt, gegen uns zu kämpfen. Sehen schon so ein bisschen. Die erinnern mich irgendwie an ein anderes Spiel. Erstmals an Herr der Ringe, an die Ents und zweitens an... Wie denn noch? Dungeon Siege 2. Wo ist mein Pferd da? Bei Dungeon Siege 2 gab es auch so ähnliche Viecher. Ich glaube, die hießen Daedra. Nee. Wie hießen die denn? Daedra war, glaube ich, hier, ne? Keine Ahnung, wie die hießen. Auf jeden Fall gab es die da, glaube ich, auch. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber schon ziemlich eigentlich. So. Dann reiten wir jetzt einfach mal querfeld ein. In der Hoffnung, dass wir langsam mal ankommen. Da will doch schon wieder jemand. Ja.
Also ich finde diesen Schutzzauber gar nicht mal so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Bitte was? Magicka regeneriert sich 75% schneller? Krasse Sache. Waren das nicht zwei? Hab ich mich jetzt verguckt? Also wir finden hier momentan viel mit so Ritualen. Trankmischerbeutel. Nehmen wir auf jeden Fall mal alles mit. Und dann haben wir hier 2920 Eisherbst Band 10. Beschwörungen verbessert. Das letzte Jahr des ersten Zeitalters. So, so. Wir das auch durchgelesen. Wir sind ja doch schon sehr gebildet eigentlich, ne? Aschehaufen. Was ist das denn? Aschehaufen? Und wieso sind wir voll? Was haben wir denn jetzt schon wieder aufgehoben, dass wir voll sind? Ah ja, die Novizenrobe, ne? Naja, die gibt... Upsa, die gibt ja eh kein Geld. Aschehaufen plündern, habe ich auch noch nicht gesehen. Aber diese Schutzfähigkeit ist nicht schlecht. Muss ich sagen. Hat sich gelohnt auf jeden Fall. Wir sind irgendwie vom Weg abgekommen. Ich weiß gar nicht warum. Also ich weiß schon warum, weil ich hier wieder überall rumlaufen muss. Und zwar überall da lang, wo wir eigentlich gar nicht lang müssen. Aber egal. Ich kann aber nicht verstehen, dass wir dann nicht mal so ein Stück näher gekommen sind. Es ist ja so, als wenn wir gerade erst losgelaufen wären. Oh, was liegt denn da hinten? Hier wurde eine Karawane überfallen. Die armen Pferde haben sogar Geld bei sich. Das ist nur Pferdefleisch. Wobei Pferdefleisch ist ja echt... Oh. Achso. Pferdefleisch ist ja echt lecker, ne? Also kann ich nur empfehlen. Wer es noch nicht gegessen hat, sollte es wirklich mal tun. Dwergenbogen. 23 Schaden. Oh, bitte. Her damit. Lederarmschienen, die sind auch besser. Aber ich glaube, wir hatten jetzt unsere verzaubert, ne? Hatten wir jetzt unsere verzaubert? Fellarmschienen? Ne, haben wir nicht. Zack, weg. Lederarmschienen ran. Und der neue Bogen. Also, müssen wir bei Waffen gucken. Mann, was ist denn... Ah, der Bogen weg. Zwergenbogen rein und auch direkt favorisieren. Boah, ist das krass. Der ist ja heftig, ey. Ach, jetzt sind wir wieder voll. War ja klar. Wir schmeißen jetzt hier einfach Zutaten weg. Habe ich jetzt echt keine Lust mehr drauf. Wie viele? Machen wir mal 5. Ach komm, 7. Zack, weg. Wir haben genug davon. Davon haben wir noch viel. Hier, Skiva-Schwänze. Weg. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. Nervt mich das Ganze hier. Man bräuchte so ein... Irgendwie so ein Taschenerweiterungskit. Also jetzt ohne noch neue Personen mitnehmen zu müssen... Einfach so eine Tasche, die man erweitern kann. Und wir laufen gerade in irgendein fremdes Gebiet, wo wir gar nicht hinwollen. Aber wir haben einen Bogen bekommen. Mit 4 Schaden mehr. Das ist viel. Das ist sehr viel. Da ist doch schon wieder irgendwas rechts von uns. Was haben wir denn hier? Ne? Hier ist doch irgendeine Hütte.
man das? Fuchs oder sowas. Ich will hier übrigens auch die Punkte nehmen, damit man immer mal wieder reisen kann, falls was passieren sollte. Jägersruh. Okay. Dann schauen wir mal. So, kurz speichern. So. Vater des Nieben. Schießkunst auf 38 verbessert. Das war doch mal super. Ich mag so Bücher, weil die verbessern immer direkt um 1 Schießkunst oder die Sache, die sie halt gerade verbessern, ob zweihändig, Schießkunst, Zauberkunst, was weiß ich. Besser als wenn man 100 Mal irgendwo drauf schießen muss, damit man das um 1 verbessert. Ja. Und jetzt noch mit denen reden. Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Meine Wilderei tut doch niemandem weh. Der Jarl kann doch kaum jeden Hirsch essen, oder? Gut. Hackholz. Dafür brauchst du eine Holzphylax. Ey, das ist unglaublich, ne? Wir hatten ja gerade eben, hätten wir eine mitnehmen können. Aber ich bin ehrlich, ich bin nicht so fürs Holzhacken, ich bin eher fürs Schürfen. Ich bin so... Ich weiß nicht, auch bei anderen Rollenspielen, ich spiele komischerweise fast immer den Schmiedekunstberuf. Was spielt ihr denn so für Berufe, wenn ihr jetzt nicht Skyrim spielt, sondern andere Spiele? Weil bei Skyrim ist das ja sehr ausgeprägt, dass man von allem etwas macht. Also wenn ihr Rollenspiele spielt, wo es eine genaue Berufsgebung gibt, wie Schmied, Bergbau, meinetwegen, was gibt's noch, Waffenschmied, Rüstungsschmied, vielleicht gibt's da Unterschiede, keine Ahnung, Lederverarbeitungstyp, Gerber, wie man sie nennen mag, Kürschner, Sammler, Schlachter, wie auch immer, was spielt ihr? Also... Welche Rüstungstypen stellt ihr meistens her? Welche Klassen spielt ihr meistens so in einem Rollenspiel? Das würde mich wirklich mal interessieren. Und ja, schreibt es in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Da oben haben wir wieder einen Wolf. Sogar zwei. Ja, kommt. Ihr wollt uns doch sowieso schon wieder angreifen. Du bist tot. Du bist tot. Aber wir hätten bei den Jägern verkaufen können, fällt mir gerade ein, ne? Sollen wir das noch eben machen? Was? Jägersruh ist da hinten? Waren wir nicht gerade hier bei Jägersruh? Ah ne, das war wieder was anderes, ne? Ja gut, dann lassen wir es einfach. Oh ne, ne, wir gehen mal kurz zurück. Wir gehen mal kurz zurück. Wundert mich, dass diese ganzen Punkte gar nicht eingetragen werden, wie diese Ruine. Was geht denn da hinten gerade ab? Ja! Statthalter. Was geht hier ab? Warum greifen die uns an? Nix, Vorherrschaft Elf. Vorherrschaft des Diablos ist das einzige, was hier irgendwen interessiert. Ey, ich glaub's ja nicht. Du lachst uns aus. Ihr wollt mich unmöglich. Hier kommen wir auch noch, Fräulein. Der geht mir echt auf, die gehen mir auf die Nerven. Aber so nicht. Davon nehmen wir einen. Oder zwei.